Hallöchen, meine Fruppels, Freunde, Kuppels, wie geht's, wie steht's? Heute mal Spezialeinheitenmodus tatsächlich, wollte ich mal ausprobieren. Hier gibt's ja auch neue Missionen. Und ja, darum geht's hier heute. Ich würde mich an der Stelle auch tatsächlich noch über ein Abo freuen. Ich werde hier direkt beschossen. Ach du Scheiße. Jetzt geht da hier schon richtig gut los, war wie online. Ja, über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir hier so durchkommen, ob wir es überhaupt beenden. Ich habe nämlich noch nie eine Spezialeinheitmission beendet, muss ich ehrlich sagen. Ach du Scheiße, Alter, da kommt er mit C4 an, oder was? Ganz schön hardcore hier, Alter. Richtig stark, die Leute. Ich hatte gerade schon versucht, ein Online-Video aufzunehmen, also Online-Spielen. Oh, naja, ich geb Bock drauf. Es ist sowieso zurzeit, also Call of Duty ist zurzeit, was Spiele angeht, meine letzte Wahl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der muss wiederbelebt werden, dann mach ich das mal fix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf über die Straße. Ja, dann nicht, Alter, dann belebt du ihn halt wieder, Alter. Ist halt so. Alter, die kommen von überall Schüsse. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Hab ich? Ja, ich bin auch tot. Ey, ihr kommt von überall Schüsse, Mann. Nicht mal das kann man sich hier geben in dem Drecksspiel. Nee, Mann, eigentlich ist dieses Spiel so geil, aber... Naja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dankeschön, endlich. Sammeln Sie Telefonkontakte 0 von 4. Macht irgendwie keiner hier, ne? Dann versuche ich das jetzt mal. Hab ich. Alter... Schild! Da oben sind die. Da ist auch noch einer. Nice. Ach, und selbst wenn ich es nicht abschließe, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Eigentlich ist dieses Sp wo denn? Siehst du, selbst das hier kriegt man nicht hin, Alter. Nein, eigentlich, wirklich, eigentlich ist dieses Spiel so geil. So wirklich so gut. Ja, C4, Selbstmordattentäter. Ja, noch einer. Ich werde hier richtig gepusht, Mann. Eigentlich ist dieses Spiel so geil, aber es ist... Ja, die haben Geschütz. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ich krieg den Satz nicht beendet, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist einfach beschissen geworden irgendwie. Ich frage mich auch immer noch, wenn das so noobfreundlich sein soll, warum es denn so schwer ist. Ja, ich werde hier komplett zerschossen. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute. Ich weiß es einfach nicht, Mann. Aber bei solchen Fragen, die ich so habe, wie zum Beispiel dieses noobfreundlich, bei sowas wünsche ich mir... Wünschte ich auf jeden Fall... Er stirbt nicht mal, Alter. Weil sowas wünsche ich mir, Mann, ich komme hier nicht zum Reden. Einfach mal größer zu sein auf YouTube, um wirklich mal so eine Umfrage starten zu können, ob jetzt Noobs eigentlich wirklich Spaß haben. Das würde mich einfach mal interessieren. So schnell, wie man hier zerschossen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch... Ich bin schon wieder tot, ich weiß nicht, was ich mache, Mann! Jetzt muss man eine ganze Minute warten, Alter. Gönnt euch das mal, eine ganze Minute. Nice, ich bin wieder da, ist das schön, ey. Kann ich hier auch mal raus? Dankeschön. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich war. Nee, ich meine, wenn man so ein Noob ist, ja, und gar keine Ahnung hat, dann macht das auch keinen Spaß, die ganze Zeit zerschossen zu werden, oder? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Die haben Wallhack oder so. Nein, ich wurde mal gefragt, ob Modern Warfare noch Potenzial hat. Und eigentlich hat ja dieses Spiel auch viel Potenzial. Bloß, wie soll ich sagen? Ich kann immer wieder nur dasselbe sagen. Skill-based Matchmaking zerfickt dieses Spiel. Wäre das nicht so, würde dieses... Wäre es ein Traum-COD, Alter, wirklich. Mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht in diese Frage reininterpretieren. Ich hätte gern auf jeden Fall mehr Spaß an diesem Call of Duty, aber... Boah, Mann! Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie bei Black Ops 4 langsam. So langsam gebe ich es auf irgendwie. Ich weiß nicht. Ich werde natürlich weiterhin noch in der nächsten Zeit Call of Duty hochladen. Aber wenn ich irgendwann wirklich gar keinen Bock mehr habe, dann lasse ich das einfach. Ich weiß nicht. Call of Duty ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Ich rede hier die ganze Zeit durch und es passiert hier nichts, Alter. Tut mir leid, dass das Video eher langweilig ist, aber... Mir ist halt nun mal so. Mensch, wir haben schon 3 von 4 Telefondinger da. Ich kriege gar nicht mit, ich weiß nicht mal, wie das geht. Und wenn man es mal ganz genau betrachtet, so geil mit dem Battle Pass und so ist es auch nicht. Um die Operator dazu kriegen, musst, bist du ja gezwungen, den zu kaufen. Und ich bin bis jetzt noch nicht eine Stufe aufgestiegen. Ich habe zwar jetzt auch nicht so heftig viel gespielt, aber... Es dauert auf jeden Fall ewig. Und ich bezweifle das auf jeden Fall sehr stark, dass ich wirklich jemals die neuen Waffen bekomme. Beziehungsweise dazu Videos mache, weil ich gar keine Lust habe, so lange zu spielen. Und wirklich, ich bin ein treuer, wirklich ein sehr treuer Call of Duty Spieler und Käufer, ja. Ich habe mir jedes Jahr zu Release jedes Call of Duty geholt, aber ob ich das nochmal mache, das wage ich zu bezweifeln. Weil vorher in den Trailern und so, und was sie vorher labern, ist immer alles so geil, ne, aber...
Endresultat ist dann immer richtig beschissen. Und genau so wird es nächstes Jahr auch werden. Genau so. Weil machen wir uns mal alle nichts vor, ne? Wir waren alle übelst gehypt auf Modern Warfare. Wir hatten alle übelst Bock. Und jetzt? Und selbst hier ist Abfuck, Alter. Bist schon wieder rot wie eine Tomate. So, wo sind jetzt meine Mates hier, Alter? Wo ich ja bei Black Ops hier auch immer am meisten rumgeheult habe, war, dass ja alles so geldorientiert ist und sowas. Und da habe ich ja vorher den Eindruck gehabt, dass es bei Modern Warfare nicht so ist. Aber machen wir uns auch mal wieder nichts vor. Selbst hier geht's nur um Geld, Alter. Allein schon wegen diesen Noob-freundlich, dass so viele Leute wie möglich das kaufen. Und Leute, die schon länger Call of Duty spielen, einfach nur abgefuckt werden. Aber vorher immer schön Honig ums Maul schmieren. Hauptsache, so viele wie möglich kaufen das, Alter. Das ist wirklich krank. Kann man also ganz sicher sagen, dass es hier auch wieder nur reine Geldmacherei. Egal wie schön es auch verpackt ist. Ich rede gerade so viel, ich will gar nicht so, dass das Video so lang wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier diese Mission hier überhaupt abgeschlossen bekomme. Ich werde jetzt einfach mal Kamikaze-mäßig da in so einem Auto reinballern, Alter. Pass mal auf. Ja, mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht verlieren. Das ist einfach jedes Jahr aufs Neue. Ach, fick dich, Alter. Guck mal, ich bin russisch geschossen worden. Jedes Jahr aufs Neue auf jeden Fall eine Enttäuschung. Und ich war wieder so dumm, ja. Ich war auch wieder selber so dumm. Ich erzähle das jetzt hier einfach mal, um das Video abzuschließen, weil es reicht mir einfach gerade. Oh, sorry fürs Husten. Ich war wieder so dumm. Ich habe bei Black Ops 4 habe ich gesagt, ich ziehe komplett durch, Alter. Und mach Videos ohne Ende. Ich habe richtig Bock, ne. Black Ops 4 war scheiße. Jetzt, ich ging zu 100% davon aus, dass ich richtig hyped bin auf Modern Warfare, dass diese Zeit richtig geil wird. Ich hab's so oft gesagt. Kannst vergessen. Online ist der absolute Krampf. Mission gescheitert. Jetzt kann ich sogar das Video beenden. Geil. Haben wir auf jeden Fall ordentlich was gesehen. Jetzt war richtig schön. Und ja, naja, Call of Duty, es wird einfach nicht besser. Da können wir uns alle, brauchen wir uns alle nicht vormachen. Call of Duty wird, ist tot. So eine Zeiten wie damals, Black Ops 2, MW3, MW2, Black Ops 3 sogar noch. Sowas kommt nie wieder. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Geil, wollen wir mal kurz gucken, was ich dafür bekommen habe? M4A1. Ach so, ich habe gedacht, das ist eine geilere Waffe. Naja, kannst du dir auch sparen, die Scheiße. Haut da rein, Leute, und tschüss.